Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Ihr seht schon, wir sind zurück in der Johto-Region, genauer gesagt in Take City. Und das aus folgendem Grund. Ich habe gesagt, nach der ganzen Anstrengung aus dem letzten Part, komm, lass heute mal was Chilligeres machen. Und zwar einfach mal den Kesselberg komplett auskundschaften. Denn dort waren ja noch einige Sachen zu holen. Und ja, das ist heute mein Ziel. Und ich glaube, es wird uns vielleicht auch ein Legi begegnen. Denn ich glaube, so lange wird der Kesselberg gar nicht sein. Deswegen... Falls wir da alles heute schaffen in einer guten Zeit, dann werde ich noch ein bisschen im im hohen Gras rumstöbern. Und vielleicht, ja, finde ich ja sogar noch ein Legi, weil es gibt ja unter anderem noch immer Entei und Raikou, die sich ja auch dort irgendwo herumbewegen, im hohen Gras. Also die können uns spontan mal begegnen und ich hoffe, das wird vielleicht heute bei einem zutreffen. Weil wir sind jetzt sowieso ein bisschen länger in der Johto-Region wieder unterwegs. Also keine Sorge, wir werden noch genug erleben. Ich meine, die Liste an legendären Pokémon, die noch zu holen sind, die ist natürlich auch noch sehr lange. Vor allem, was ich auch interessant finde, dass gewisse Pokémon wie zum Beispiel Pikachu oder Pichu auch eine gewisse Art von denen als Legi angeführt wird bei gewissen Listen. Das werden wir noch sehen, warum das genauso ist, weil es gibt da spezielle Events. Und auch die sind natürlich im Plan, dass wir die machen. Das Ganze natürlich dann mit Action Replay Codes, aber ja, Näheres dazu sage ich jetzt eher weniger gerne. Weil wir wissen ja alle, Nintendo hasst es, wenn es mit Cheats vorangeht. Und deswegen von meiner Seite aus natürlich keine Auskunft, wie ihr die kriegt. Google ist da, glaube ich, das Beste, was man anwenden kann. Also Leute, da gibt es genug Seiten, wo das steht. Und wie man es halt macht, das ist dann halt, ja... Das dürft ihr selber rausfinden. Ein bisschen Rätsel noch dazu. So, natürlich jetzt erst... Also ich glaube, wie groß werden die sein? Also ich kann mich noch an die Bilder erinnern von der Höhle. Das waren irgendwie... Die waren schon größer. Wie groß genau, weiß ich halt nicht mehr. Das ist auf alle Fälle schon mal das erste Item. Und so bin ich jetzt einmal so einen Kreislauf gegangen. Es gibt auch mehrere Etappen wieder, also Ebenen. So, und das erste hat uns einen Schützer eingebracht. Was zur Hölle ist ein Schützer? Das hört sich was für wilde Pokémon an. Schauen wir mal. Ne, das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémons. Okay. Warte, jetzt muss ich überlegen. Was gibt's denn da alles noch? Was sich entwickelt mit Items? Ja, es gibt einiges, was sich mit Items entwickelt, aber... Mir fällt auf Anhieb jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was ein. Ja, das ist halt so eine Sache, die werde ich mir nie merken. Selbst in 20 Jahren könnte man mich da fragen. Nee, ich wüsste es ja noch immer nicht. Ich weiß, dass es viele Items gibt, mit denen man Entwicklungen machen kann, aber... Merken ist dann wieder eine andere Geschichte. Hier war Nothing. Aufs Wasser kann ich auch nicht, das war irgendein anderer Gang, glaube ich. Also ich könnte mich erinnern, da waren deutlich mehr Passagen mit Kraxler. Ich sage jetzt nicht, dass diese Höhle nur so lasch ist, ey. Das wäre wirklich eine Enttäuschung. Ich meine, kann schon sein, dass der Schützer das Hauptitem war. Also das hast du gefunden und dann, ja, darfst du dich freuen. Genau, hier war Sackgasse. Aber eine Passage habe ich ja noch gesehen rechts. Also eh bei diesem Knotenpunkt hier, genau, da sehe ich ihn schon. Okay, das geht nur über das hier. Mann, da wird aber noch sicher mehr sein, come on. Kann sein, dass ich mich getäuscht habe, ich hoffe nicht, aber... Ja gut, dann sind wir in 5 Minuten durch, dann machen wir natürlich doch ein bisschen was anderes mit Legis noch. Aber ja, ich plane da gern immer ein bisschen mehr Zeit ein. Was ist das denn jetzt? Okay, es geht deutlich weiter. Ja gut, wenn das so ist, hole ich mir erstmal das andere dort. Das wird jetzt einiges an Schutz kosten, aber ja, ist mir wert. Ich glaube, da lag irgendwo was rum. Nee. Warum versteckt man hier in der Sackgasse einfach nichts? Ja, kann logischerweise nicht sein. Ah, die ganzen Felsen wieder durchkundschaften. Vor allem solche Stellen hasse ich hier. Ja, zwischen zwei Felsen liegt gerne mal was. So, Schutz ist aus. Gut.
Lahmrauch? Oh, Lahmrauch. Ich glaube, war das nicht irgendwas für Lahmus? Also unsere Itemliste, die wird immer größer. Nee. Ein Item zu tragen. Dieses exotische Duftkraut macht den Träger benommen und langsam. Ich meine, ich habe jetzt auch ein anderes Item noch bekommen, und zwar ein Klettdorn oder wie das hieß. Das habe ich mir bei Orania City noch geholt. Weil ich dort mir die Herzschuppe noch gegönnt habe. Die werden wir noch brauchen, denn ich habe vorher, dass ich bei X-Bad den Giftstreich verlernen lassen werde. Und dass wir da eben den Horrorblick holen. Weil er der Einzige ist, der das halt erlernen kann. Und das ist schon wichtig. Weil dann kann ich dann mit den Legis ein bisschen besser umgehen. Also ich habe zwei Ausgänge gesehen. Hier ist wieder eine Höhle. Ey, was? Wo bin ich denn da jetzt eigentlich? Lol. Ah, okay. Ich glaube, ich habe verstanden, ne? Ja, ich habe verstanden. Unten ist der Ausgang, aber was ist der obere dann? Ist der obere richtig? Beziehungsweise er führt uns irgendwo weiterhin. Aber da ist Tageslicht auch wieder gewesen. Hä? Macht keinen Sinn. Gut, hier ist ein Beleber. Also, was mich doch immer erwartet. Ich bin jetzt gespannt. Lol, das ist das Item? Jetzt kann ich mich erinnern. Stimmt, da war hinten so eine Stelle. Nur dafür. Weh, das ist jetzt Schmutz. Dubios Disc. Oh, das ist wieder irgendwas, was sich, glaube ich, für ein gewisses Pokémon weiterentwickeln lässt. Wenn die Dubios Disc, glaube ich, nicht sogar das ist, was Papyrygon was bringt. Ich glaube, das war Porygon. Ja, ich hätte gerne alle die Pokémon. Ich habe sie aber nicht. Porygon war auch nie im Team drin, deswegen. Also, ja gut. Ist so ein Item, wo ich mich gerade semi freuen kann. Okay, trotzdem nice to know. So, ich gehe jetzt natürlich nochmal auf Nummer sicher. Vor allem, es gibt eine Kaskade, glaube ich, auch noch dort einzusetzen. Das werden wir natürlich auch alles noch machen. Also ich will wirklich schauen, dass ich alles erwische. Ja, und dann kommt es halt aufs Glück drauf an, dass wir wirklich gewisse Pokémon finden im hohen Gras. Es waren immer so Zeichen zu sehen. Dass wir mal wissen, wo die sind. Vorher habe ich die aber nicht wahrgenommen. Also kann sein, dass es irgendwie ein bisschen dauert, bis die auftauchen. Ich meine, es ist ja schon Zeitchen her, wo wir in Johto waren. Kurz mal ein Abstecher nach Dokatia City, aber nicht mehr und nicht weniger. Da oben ist noch eins. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Ich sehe da gar keinen Weg. Da ist halt eine Leiter. Ja, hier nach oben, oder? Das ist ja nur der Kreislauf wieder, wo ich schon war. Ey, meine Güte, diese Höhle. Und da drüben war auch noch eine Sackgasse. Okay, entweder ist da von außen irgendwas, oder ich habe keinen Plan. Aber ich glaube, ja, so wird es sein. Ich hab so eine dumpfe Vermutung. Dass ich fürs restliche Auskundschaften wirklich die Kaskade noch benötige. Weil die hatten wir ursprünglich auch nicht. Jetzt bin ich an dem Teil, weil ich hier als letztes rausgekommen bin. Ja gut, ist eh nicht schlimm. Wie kam ich da nochmal hin, dass ich aufs Wasser? Es gab ja eine Möglichkeit, dass ich aufs Wasser kam. Sorry Leute, die Höhle ist schon ein bisschen länger her. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Das war, das war nur die Skip-Höhlenbereich, oder? Ja, genau. Jetzt bin ich auf der Seite raus. Da war ja in der Mitte auch so ein Weg beim Abkürzen. Weil der Kesseltunnel war ja ursprünglich, oder die Kesselhöhle. Kesselberg, sorry. Viele Möglichkeiten, eine stimmt's. Der Kesselberg war ja ursprünglich nur eine Skip-Möglichkeit. Also dann konntest du entweder innerhalb drin gleich direkt mit ein paar Schritten umgehen.
Oder Möglichkeit 2, du gehst außerhalb mit Surfer und da war halt noch eine Höhle. Genau die hier. So, jetzt bin ich da, jetzt habe ich's. Ja, und jetzt bin ich hier. Ich glaube, hier hatten wir aber alles. Da konnte man ja einmal in den kompletten Ding gehen und da hatten wir wirklich relativ viele Items. Also, der Gang müsste abgeschlossen sein. Sollte ich ja nur nicht so blöd sein, dass ich wieder runterlaufe. Aber danach weiß ich halt nicht, wie es weitergeht. Ja, da vorne war ein Wasserfall. Und ein Wasserfall ist für Kaskade gut. Schauen wir mal. Ich weiß, das sieht immer so einfach aus. Falls ihr die ganzen Höhlen im Kopf habt, dann Respekt, ich nicht. Ich leider nicht. Vor allem, da wäre auch langweilig, wenn ich mir alles ganz genau merken würde. Tatsächlich, da ist ein eigener Höhlengang. Mhm, da sind sogar eigene Leitern, glaube ich. Achso, nee, da waren wir schon. Da konnten wir halt nicht runter. So, neues Gebiet. Da sind sogar eigene Trainer. Also eigene Trainer wird interessant. Ich bin gespannt, was für eine Stärke die haben. Also der ist auf alle Fälle eigen. Schauen wir mal das Level. Also wenn es schwach ist, dann ja, nicht der Rede wert. Simon. Okay, es könnte vielleicht ein bisschen stärker sein. 39. Stärker, aber nicht stark genug. Ah, die müssen doch eigentlich wissen, die Entwickler, dass man hier erst herkommt, wenn man halt Kaskade hat. Und Kraxler natürlich auch. Außer ich brauche Kraxler gar nicht mehr, das kann auch sein. Aber als ob man jedes Mal, wenn man eine neue VM hat, nochmal die komplette Region durchgeht, was man jetzt erkunden kann. Wahrscheinlich. Ja, die Annette will auch keine Ruhe geben. Vergiss es, ich habe gar keine Zeit. Jetzt gerade nichts. So, erstes Item. Und da oben auch schon die erste Sackgasse. Sonderbonbon, das ist aber was Gutes. Sonderbonbon nehme ich immer gerne. Boah, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn nachher das Leveln ansteht. Gut, das heißt, der Weg da drüben ist der einzige. Ja, beim Leveln werden wir dann, also bevor wir die Rematches gehen, werden wir wahrscheinlich auf Level 70 uns hochpowern. Und damit werden wir das Spiel dann hoffentlich abschließen. Vor allem der allerletzte Kampf, den ich geplant habe, der wird sowieso dann eine harte Nummer. Was ist denn das schon wieder für ein scheiß Weg? Okay, ich habe mich gerade selber in die Bretouille geritten, ne? Oh, das ist ja so eine Scheiße, wo du von ganz oben nach unten gehst, wie bei dieser einen Route. Und da musst du hoffen, dass du richtig gelaufen bist. Das war nachher Ebenholz City, die eine Route. Da gab es auch so ein ähnliches Prinzip. Da musste ich laufen, dann zurückfliegen, ne? Nur weil auf der einen Seite ein Item lag, was ich nicht mehr erhalten konnte. Und stelle man sich vor, man hat jetzt kein Flug-Pokémon im Team. Bei der einen Route. Da musst du einfach den kompletten Kreislauf nochmal gehen. Also die haben sich damals wirklich gedacht, ja komm. Da komme ich auch wieder nicht lang. So, nächster Schutz weg. Ich habe mich natürlich zu Nüge eingekleistert mit Schutz. Das sollte sich ausgehen. Nicht nur für die Höhle, sondern auch dann für zukünftige. Hier ist ein KP Plus. Und ab jetzt wird es dann spanisch für mich. Wobei, ich glaube, ich habe was gefunden. Ah, okay. Weil jeder andere Weg wird mich nur runterführen. Also Seitenverlagerung, nice. So, wie komme ich zu dem Item jetzt? Genau, da war's da. Okay, da muss ich jetzt schon den ersten Kreislauf laufen. Für die TM40 Aeroas. Okay, nice. Wirklich nice. Konnte ursprünglich mal Super der Aeroas oder Golbat? Ich glaube nicht. Dann könnte ich das auf die Art und Weise jetzt mal erlernen.
Weil es stört mich ja sowieso, dass wir keine Attacke haben, die garantiert trifft. Die letzte war auch Aeroas, konnte Scaraborn. Musste ich aber leider wieder verlernen. Aufgrund von Vielender. Ja, da muss ich jetzt echt kurz mal gucken. Also es kann sein, dass heute die Attacken von X-Buds sich grundlegend ändern. So, Aeroas. 60er Stärke. Ich vergleiche das natürlich jetzt gleich mit dem Luftschnitt. Ja, tatsächlich, er kann das erlernen. Warum kann Tornupto Aeroas? Also die Starter, die sind echt krass. So, Luftschnitt war eine 75. Und der Gegner schreckt eventuell zurück. Aeroas ist halt nur eine 60. Ich meine, es wird sich halt mehr bringen, weil... Also die Stärke wird, glaube ich, fast wieder ausgeglichen werden. Da der Angriffswert deutlich besser ist als der vom Spezialangriff. Ja, dafür habe ich halt keinen... Also der Bonuseffekt ist natürlich, man kann sich ausweichen. Das ist alles scheiße. Nee, ich bleibe jetzt beim Luftschnitt. Aber warum kann Tornupto das erlernen? Ey. Also Starter hin und Starter her, aber die können gefühlt alles lernen. Lustigerweise das, was ich nicht brauche. Wenn du mal was Vernünftiges erlernen willst, dann können sie es nicht. Jetzt bereue ich es doch mittlerweile, dass ich Ding verlernt habe. Ding ist gut gesagt. Wenn ich Ding sage, überlege ich gerade, wie es heißt und kann es nicht aussprechen irgendwie, weil I don't know, bin halt ich. Weil ich Horrorblick ursprünglich mal verlernt habe bei X-Buds. Den brauche ich nämlich leider jetzt wieder. Ja, jede Entscheidung kann Probleme birgen, aber Horrorblick ist so eine Sache. Wann brauchst du es wirklich bei normalen Kämpfern? Ich meine, ich glaube, ich werde es wahrscheinlich für das restliche Projekt mitnehmen. Den Horrorblick. Vor allem dann später nochmal bei den Rematches. Ich glaube, da werden die ein bisschen mehr aktiver wechseln. Die Drachenhaut. Schutz ist wieder aus. Ja klar, ich bewege mich einen Meter und gleich direkt... Schnappt's zu. Georg. Wichtig an der Stelle ist natürlich, ich muss dann, wenn ich auf die Legejagd gehe, immer X-Part an erster Stelle haben, weil sonst muss ich wechseln und in der Zeit fliehen die. Das letzte Mal, wo ich mich da richtig aufgeregt habe, war bei Vesprit in Strahlender Diamant. Das hat lange gedauert. An Vesprit will ich gar nicht mehr zurückdenken. Vor allem, wenn er dann immer across the map geflogen ist. Einmal da links irgendwo bei, wie ist es, Fleetburg. Und dann auf einmal, zack, bumm, komplett spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Und die Höhle geht wirklich noch ganz schön ein ganz großes Stück weiter. So viele Möglichkeiten. Gefällt mir nicht. Gut, hier ist wenigstens begrenzt. Einmal Eisen für den Verteidigungswert. Glaube ich. Ich glaube Verteidigungswert. Müsste ich auch mal wieder anwenden, die ganzen Geschichten hier. Hier ist alles leer. Was bringt mir der Party jetzt eigentlich? Gut, er hat auch irgendwas gefunden, ne? Wahrscheinlich wieder so eine Beere. Schauen wir mal. Achso, nee, das ist alles nur für den Modekoffer, stimmt ja. Wenn die was finden. Ich meine, ihr müsst natürlich das Feature, dass dein Pokémon hinter dir herläuft, irgendwie nützlich verarbeiten. Dass es halt nicht nur Deko ist, dass sie mitlaufen. An der Stelle ist natürlich nicht nur Deko, ist auch was Besonderes. Wir wissen es alle. Oh, ich kann mich gerade schwer entscheiden. Soll ich da jetzt schon die Leiter runter? Ich weiß halt nicht, wo ich da rauskomme. Ich habe eine Vermutung. Das sieht jetzt aber sehr Endkampf-like aus. Sag nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo stand, dass da ein Legi ist.
Da oben wartet auf alle Fälle einer, der kämpfen will. Hey da, ich bin der Karatemeister. Ich trainiere hier ganz allein in diesen düsteren Höhle. So bin ich eben. In Ordnung, hergehört. Ich will, dass du gegen mich kämpfst. Hark. Ja, wie gesagt, er will kämpfen. Kikli. Ja gut, Level 34. Also ist auch so schwach wie die anderen. Aber, das bedeutet, also mit Kikli hat er sicher nachher Nocturne auch. Der steht da nicht ohne Grund da. Also der hat vielleicht irgendwas für mich auf Lager. Nicht vom Kämpfen her, sondern als Item. Und das will ich haben, falls er sowas hat. Nocturne tatsächlich. So, wer braucht dringend Training? Eigentlich Tornupto. Das Problem ist, mit dem paar LP kommt er eh nicht weit. Egal, dass er sich ein bisschen auszeichnen kann. Eine schöne, was weiß ich, was nehmen wir? Stimmt, ich kann jetzt Kraxler. Ich habe das andere verlernt. Ja, Kraxler killt aber nicht. Wir machen normal Flammenwurf. Ah, oh, diese Kampf-Pokémon, ey. Aber schon schön, was wir mittlerweile für Teammitglieder haben. Von den Stärken her, auch von den Attacken her. Das ist doch nicht möglich. Wie lange soll ich denn noch trainieren? Ich sage es nur ungern, aber ich habe verloren. Ich gebe mich geschlagen. Hergehört, als Beweis für deinen Sieg will ich dir dieses kostbare Kampf-Pokémon überreichen. Nein, der gibt mir... Och, dammit, der gibt mir einen Nocturne wahrscheinlich oder einen Kikli. Oder ein Capoeira geht auch. Mann! Ja, woher willst du das auch riechen? Dass du nur freien Pokémon-Platz brauchst. Was? Ah, okay. Ich weiß, wo ich bin. Bei der Einleiter. Also da, wo ich schon die ganzen Gänge durchgeforstet habe und die ganzen Items geholt. Gut, dann können wir das abhaken, ne? Hier ist noch was. Eisenkugel. Gut, eine Eisenkugel ist ein bisschen was anderes als Eis, ne? Jetzt ist noch eine neunte Seite dazugekommen, ja, ich weiß. Also Drachenhaut hatten wir, Drachen-Pokémon tragen dieses Item gerne bei sich. Okay, die werden vielleicht ein bisschen verstärkt werden, ne? Ein Item zu tragen, das Flug-Pokémon anfällig für Attacken von Typ Boden macht, senkt den Initiative-Wert. Okay, also eine Eisenkugel... Warte mal, nee, das ist nicht das, was ich glaube. Also ich dachte jetzt gerade, die Eisenkugel ist irgendwie was in die Richtung, dass ich gegnerische Flug-Pokémon zu Boden drücken kann, aber nee. Das ist halt wieder nur so ein Item, was mich selber komplett rausnimmt. Okay, und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Ja, das mit dem Pokémon tut natürlich weh. Ich könnte jetzt natürlich nachgucken, also ich werde es vielleicht einblenden, was es ist. An der Stelle, es kommt jetzt eine Einblendung, was es für ein Pokémon ist. Also nicht in Form, dass ich es mir hole, sondern ihr seht einfach nur, welches man bekommt. Und ich verpiesel mich gleich mal aus der Höhle. Also Zeit ist eh keine mehr übrig, deswegen wir haben den Kesselberg damit abgeschlossen. Meine Güte, war doch anstrengender als ich dachte. So, und ich gucke jetzt kurz mal auf die Karte. Ist einer von den Legis jetzt schon aufgetaucht? Weil dann weiß ich schon, was ich beim nächsten Mal mache. Tatsächlich, die werden wieder angezeigt. Das könnte interessant werden. Und das würde mich jetzt interessieren. Also ich bewege mich jetzt ein bisschen. Schauen wir mal, ob sich da irgendwas ändert. Der Schutz ist jetzt zu Ende. Aber wenn ich da durchgehe, dann sind die safe wieder weg. Weil das ist dann, da wird es dann neu geladen komplett. Ich will das nur kurz mal überprüfen. Ne, die sind da noch immer da. Ja, ist trotzdem blöd, weil ich habe noch nichts in die Richtung. Also wegen Horrorblick und so. Ich muss mich sowieso teleportieren. Aber auf der Basis können wir aufbauen. Das bedeutet, beim nächsten Mal werden Legis gejagt wieder. Ja, und bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, ciao.